Das ist eine absolute Rarität. Sie haben gesagt, Sie wollen es vorher noch mal ausprobieren, wie man zusammenklappt, denn es ist ein E-Bike mit Mittelmotor und ja, einem Klapprahmen. Und das ist wirklich extrem selten. Es kostet 3.499 Euro, heißt Gudereit EC40 und Fold. Und man kann es tatsächlich auseinanderfalten. Ist das nicht phänomenal? Ist das nicht geil? Für jemand, der jetzt einen Wohnwagen hat. Oder ein Auto. Oder ein Auto oder viel pendelt, ist das Fahrrad natürlich ein Highlight. So, denn man sieht hier, wie groß er ist. Der passt in jedem Kofferraum rein. Hat den Bosch-Motor, wie du schon sagtest, einen Riemenantrieb und ein 500 Watt schon Akku. Also es ist kein halbes E-Bike, es ist ein richtiges E-Bike. Das ist ja krass, ja. Preis 3.500, aber viele wollen ja Elektromobilität, die sie jederzeit dabei haben, ohne Radträger, ohne alles drum und dran. Das ist ein ganz tolles Fahrrad. Das ist ein ganz tolles Fahrrad und wir sind auch hier in der Oberklasse. Heißt, da sind auch Teile verbaut, die einfach beim Fahren Spaß machen. Ja, sag's mal gerade, hier vorne ist ein Carbon-Riemenantrieb mit dabei. Das ist schon High-End. Das bedeutet Kraftübertragung auf höchstem Niveau. Ja, und mit der Alfine 8-Gang Narbe da hinten drin ist das natürlich auch eine super Kombination. Die habe ich selber, die Alfine 8-Gang, muss ich dazu sagen. Das ist eine ganz tolle Nabenschaltung. Sie fährt sogar vollautomatisch, wie früher, als es noch Torpedo-3-Gang gab. Das heißt, einfach den größten Gang reinmachen und dann loskommen lassen. Jedes Mal, wenn ich zurücktrete, habe ich einen Gang mehr. Genau, so sieht es aus bei Alfine. Und Alfine ist sehr, sehr zuverlässig. Das kennen die Leute, wenn die Nabenschaltung fahren mit einem normalen Rad. Alfine ist einfach in meinem Namen. Sehr, sehr zuverlässig. Du darfst nochmal zusammenbauen, denn. Zusammen. Ist ja schon zusammen. Achso, ja, okay. Achso, ja. Wir sprechen vom Gleichen, ja. So ist es. Stopp, das war jetzt zu schnell. Nochmal. Okay, also hier ist die Verriegelung. Ja. Die Schraube. Man sieht hier. Ist das genial gelöst? Ja, genau. Jetzt, wenn ich sie da reinspanne, sehe ich sie, wie sie sich reinsetzt in den Lenker. Und hier ist die Verriegelung. Schnapp, da ist sie zu. Das ist professionell. Das ist richtig gut. Hier sind die Griffe dann rot markiert, die ich drücken muss, um den Lenker vom Heck zu lösen. Ist das einfach? Das schon. Ja. Okay. Wenn du nicht die Kamera halten würdest, kannst du es auch machen. Das ist wirklich nichts Kompliziertes. So, und hier drüben sehe ich dann die Verriegelung für den Hauptrahmen. So, und dann noch die Pedale. Genau. Ach so. Die Pedale. So, und das Coole ist, jetzt steht er da. Einfach hier reinklappen. Und reinklappen, rausziehen. Das heißt, die bleiben dran, die Finger, wenn man es hochzieht. Also, ich zeige es mal gerade. Wir haben einen richtigen Gepäckträger mit drauf. Ich habe eine Bereifung 20 Zoll. Was ist das? Das sind die 20 Zoll. 20 Zoll. Big Apple auch noch. Big Apple Reifen, also die Plus-Bereifung. Die kann man auch mit wenig Luft fahren. Heißt, die federn schön, wenn man jetzt über Schotterwege und so fährt. Man kennt es im Urlaub. Und sie sind, glaube ich, gegen Pieksen geschützt oder so ein bisschen. Da ist jetzt auch eine leichte Einlage drin, genau. Eine leichte Einlage drin. Big Apple, das heißt, die kann ich also wirklich fahren, denn ich habe ja keine Federung hier. Ich habe selber so ein gleiches Rad, jetzt nicht als Klapprad, sondern als wie Nora, sogar als schnelles. Vielleicht, weiß nicht, ob du das kennst, aber da muss ich sagen, ja. Man merkt da schon so ein bisschen die Unebenheiten. Und dann kann man sogar noch eine federnde Sattelstütze nachrüsten. Man kann eine federnde Sattelstütze nachrüsten. Der Vorteil ist jetzt bei der Sattelstütze hier, wenn wir es rausnehmen, es sind Unigrößen Fahrräder. Das heißt, wenn du jetzt auch 2 Meter groß bist, kannst du ohne Probleme das Fahrrad fahren. Also geht. Man kann die Sattelstütze ein bisschen rausnehmen. Und es gibt die Version bei Gudereit auch mit einer längeren Sattelstütze. Heißt, also tun wir es jetzt hier hin. So, das ist das Maximum. Ja, setz dich mal kurz drauf. Das ist jetzt schon zu groß für ihn, oder? Ja, er lacht. Das ist ungefähr 1,85, 1,80. Ich mach's mal komfortabel, Leute. Genau, der hat nämlich richtige Bremsen mit dabei. So, was sind da für Bremsen drauf? Die Shimano. Die Shimano-Bremsen. Genau. Die hydraulischen Shimano. Das heißt, da ist kein Seilzug drin, der dann eine Scheibenbremse oder sowas zieht? Nee. Ja, ich glaube, das sieht man bei E-Bikes selten, dass da noch mit Seilzug gebremst wird. Die standhafteste Bremse oder die langlebigste Bremse ist einfach die hydraulische. So, auch die Lichtanlage ist ordentlich, die hier verbaut ist. Das heißt, ich habe ein richtiges Fahrrad, wo ich nichts falsch machen kann. Gudereit, ich kenne die Marke gar nicht. Wer steckt da dahinter? Der Herr Gudereit. Der Gudereit selber? Genau. Der Herr Gudereit. Der Peter Gudereit, oder wie heißt er? Kurt Gudereit heißt er. Kurt Gudereit. Der kommt aus Bielefeld. Jetzt ist sein Sohn dran. Das ist das letzte Familienunternehmen in der Fahrradbranche, die noch in Deutschland quasi
produzieren und zu keiner Aktiengesellschaft gehören. Okay, das heißt echte Qualität. Ich muss auch mit meinem Vivinora, wenn ich fahre, das kann man zwar nicht klappen, aber das ist auch so ein kompaktes Rad. Die Leute stehen immer daneben, die können es gar nicht fassen. Kompakträder sind schwer im Trend. Die Leute lieben sowas, oder? Ja, es ist eben praktisch. Also gerade wenn man nur eine Wohnung hat oder eine kleine Garage, dann passen die in die Ecke. Man hat es ja gesehen. Sag mal, fahr mal mit, denn auch hier kein Flattern, das ist das Coole. Wir haben einen Tiefeinsteiger quasi jetzt zusammengebaut. Das hat nichts mehr zu tun mit meinem Klapprad von meiner Cousine, als die 1974 mit so einem gelben Fahrrad durchgefahren ist, mit so zwei Schrauben. Nee, was ganz anderes. Also es ist ein komplettes E-Bike, es ist wie gesagt nichts Halbes, also nichts Halbes, es ist ein vernünftiges E-Bike mit einem vernünftigen Motor, 500 Wattstunden und ohne Größe jetzt bei Ehepartner, die jetzt in den Urlaub fahren und nur ein Fahrrad mitnehmen mit einem Wohnmobil, die können beide damit fahren und morgens dann Brötchen stellen. Okay, super. So, Display, was ist da drauf? Wir haben hier das Bosch-Display und ich habe hier oben den An- und Ausschalter. Ich habe hier wieder die Tasten zum Wählen der Unterstützungsstufen. Und ich habe hier auf der Unterseite den Walk-Knopf. Das heißt, wenn ich den drücke, dann wird mir hier die Walk-Anzeige angezeigt. Und, ne, jetzt will sie nicht. Ach, weil ich es ausgemacht habe, Verzeihung. Jetzt steht da Walk. Und solange ich jetzt die Plus-Taste drücke, Vorsicht mit deinem Schienbein, solange ich jetzt die Plus-Taste drücke, unterstützt er mich beim Schieben, wenn ich zum Beispiel eine Unterführung durchfahren muss. Ja, genau, oder einen steilen Berg. Und ich habe eben vielleicht noch große Packtaschen oder schwere Packtaschen dabei. Dann unterstützt mich das in Schrittgeschwindigkeit, solange wie ich den Knopf gedrückt halte. So, die Batterie, die ist hier drin, ist das leicht zu entnehmen? Die Batterie? Ja, genau. Die wird hier auch an der Seite mit dem Schlüssel entriegelt und hier oben ist dann der Knopf zum Rausholen. Okay. Jetzt bleibt er gleich unten. Das war's. So, genau, und dann ist das schon fertig. Sehr schön. Tolles Rad. Sollte man gut anschließen, oder? Sollte man gut anschließen im Urlaub. Und am besten auch über den Rahmen. Wir haben jetzt einen Kunden bei dem gleichen Fahrrad, der hatte blöderweise das Schloss einfach hier um eine Säule dran gemacht und der Dieb wusste dann ganz klar, okay. Hier einfach so machen, so und dann da war es quasi schon weg. Genau. Okay. Durch den Rahmen. Ich weiß, so. Es klingt blöd, aber viele Kunden vergessen das unter Stress. Und dann ist es schon passiert quasi. Weil die sind nämlich sehr, sehr beliebt, gerade wenn die Leute sehen, da ist ein Bosch-Antrieb drin und so weiter. Und der Akku ist noch drin, was ja auch noch ganz beliebt ist, wenn man den Akku noch drin lässt. Ja, dann hat man einmal die komplette Packung, ganz die genau. Man mitnehmen kann. Ja, ist das hier, ein Thema in Gießen, Diebstahl? Ja, ich glaube, in jeder deutschen Stadt gibt es Diebstähle. Aber in Gießen, ja, es ist eine Studentenstadt. Es ist wie in Frankfurt. Aber ich glaube, in Frankfurt ist es ein bisschen schlimmer, aber... Fahr mal mit. Ich bin mal sehr gespannt. Also wie, was ist da vom Motor drin? Der Bosch Performance ist drin, der ist aber gedrosselt auf 50 Newtonmeter wegen der Narbe. Mhm. Heißt, wir haben jetzt 50 Newtonmeter. Da ist der Bosch Performance drin? Genau. Okay. 63 Newtonmeter, aber halb gedrosselt. Gedrosselt. So, und das heißt, also ansonsten würde die Narbe zerlegen, oder? Ansonsten würde die Narbe früher oder später. Früher oder später. Es gibt natürlich die Alfine 11-Gang ab nächsten Jahr, wurde uns gesagt, der ein bisschen mehr Newtonmeter Abgang. Ich habe nämlich bei mir, das Vinoa hat 45 km/h bei mir, hat auch eine Nabenschaltung. Ich weiß nicht, ob ich eine Alfina habe. Aber das ist. Der müsste dann auch gedrosselt sein. Ja, ist auch gedrosselt wahrscheinlich. Und wie fährt es? Super. Also es ist natürlich mit den kleinen Reifen super agil. Das heißt, ich komme um Hindernisse sehr leicht drumherum. Und für die Stadt genau das Richtige. Ist der Lenker nicht zu klein? So ein bisschen? Für mich meinst du? Ja. Geht's? Ich finde es sehr angenehm. Also ich kann natürlich die Sattelposition ändern. Und ich kann. Den Lenker, ich guck mal, was hier passiert. Nein, das ist die Lösung für den Lenker. Mhm. Aber für mich eigentlich ausreichend. Also wir können ja noch mal, ihr könnt euch ja selbst noch ein Bild machen, wenn ich fahre, wie es aussieht. Ja, mach mal. Ist ja süß, oder? Der Martin ja sehr. Nee, das Klapprad meine ich. Das Klapprad, das auch. Okay, so sieht's aus. Ja, Martin, erstmal vielen, vielen Dank, wenn ich das Klapprad haben möchte. Ihr habt eins da? Wir haben noch ein paar da. Für Leute, die jetzt auch an Weihnachten jetzt nicht mit Flugzeug reisen können und mit Wohnmobil irgendwo Urlaub machen wollen, ist es das perfekte Rad. Einfach anrufen. Top-Qualität, kann man schon sagen. Qualität von guter Ride, also sehr lange Entwicklungszeit. Uns wurde gesagt, 2,5 Jahre Entwicklungszeit von einem Fahrrad. Und ja, einfach anrufen und sich das Fahrrad reservieren lassen. Wenn. So sieht's aus. Ja, wir sind bei Switchbike Bornemann. Euch gibt es seit 1993? 23. 1923. Ist ja doch ein kleiner Unterschied, ja. Seit 1923. Wir sind in Gießen und ja, Sie haben noch Fahrräder da. Und heute mal das Thema Klappräder, nochmal ein Special. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Sie mal Lust haben, kommen Sie nach Gießen zu Switchbike Bornemann. Tschüss.